Hallihallo, wie ihr im Titel gelesen habt, geht es heute in dem Video um ein anderes DIY-Video und zwar eine Schleppleine, also eine Barcode-Schleppleine selber machen. Habe ich mir nämlich jetzt überlegt, dass ich auch eine mache, statt zu kaufen, weil ich jetzt gerne mal irgendwelche Tricks oder so im Hof machen würde mit der Leonie und da haben wir gedacht, mache ich eine Schleppleine dafür, weil es dann feiner ist. Und da habe ich dementsprechend auch nicht gemacht. Und zwar sieht die so aus. Der Griff hat nochmal einen Cobra-Knoten dran. Der hinten halt allerdings nicht so schön ausschaut wegen die türkisen Bänder. Aber ja, der hat so einen Griff. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viel Meter ich da gemacht habe. Müsste ich nachmessen. Aber die ist auf jeden Fall so lang und hat einen Karabiner, der bei der Leonie sehr gut reicht. Und sie ist relativ dünn, also wenig Stränge. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich sie dann ausprobieren kann. Und ich werde dann nochmal ein anderes Video dazu machen. Zu meinem Halsband. Das schaut so aus mit Zugstock und meiner Führleine. Die ist jetzt relativ kurz. Dann schaut das Ganze so aus. Und jetzt geht es ans Flechten. Dazu werde ich jetzt, glaube ich, am ehesten an die Heizung hängen. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seemed to be over, I saw. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, lucky, lucky me, I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, 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 I won't let the door hit when I you weren't nice, but now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seemed to be over, I saw. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, lucky, lucky me, I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, 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 I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Man down, he ran out of luck and now it's my time. Ain't no looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, lucky, lucky me, I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. Lucky, 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 I won't let the door hit when I zum Schluss ankommen seid, schaut das Ganze so aus, es sind nur noch wenige Schnüre und dann wird der Griff gemacht. Und zwar müsst ihr den umlegen und zwar genau so. Und zwar den Griff müsst ihr so groß machen, wie es für euch passt. Ich lasse ihn jetzt in der Größe, weil der dann nicht allzu groß ist und auch nicht allzu klein und man sich immer nur gut bewegen kann, weil wir ihn doch ein bisschen größer machen. Man sollte mindestens seine Hand so durchkriegen und mehr nicht. Also so sollte sie durchpassen. Und dafür müssen wir jetzt Exacto Mundo
mit der Schere, eigentlich mit der einer Zange, aber ich mache das mit der Schere. Dadurch von, und zwar so durchfahren und dann die erste das erste Band holen. Und zwar wird es das lila sein. Da müssen wir ein bisschen auch machen. Und dazu braucht man das einfach abtanken. Ich krieg das vielleicht anders an, wohin als ich mir denken könnte. Vielleicht krieg ich es ja hin. So wie ich es geplant habe. Doch, ich mache das jetzt so. Man das da durch und schiebt sich das da runter, hier drunter wieder sich die Klammer gelöst, dann darf noch dürre näht sein. Dann direkt unter dem in das nächste lilane Blockener. Da fädeln wir jetzt die zweite lilane Schnur durch. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I so, heute ist uns alleine jetzt fertig. Ich habe jetzt deinen Griff fertig und habe, ich hoffe, man hat es gesehen, nur an, zum Verschließen an Cobra-Knoten gemacht. Da habe ich jetzt allerdings ein kleines Problemchen. Beziehungsweise jetzt muss ich die lila enden. Also die zwar nur mal ein bisschen kürzen und dann auf wie. Aber ich muss vorher die Türkisen drunter auch nochmal machen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, was ich machen werde. Fürs Befestigen braucht man jetzt das Feuerzeug und nun mal die Schere. Die Schere aus dem Grund, weil man das Ganze, die Schnüre ja, wenn sie da sein, mit der Schere andrucken muss, damit sie halt wirklich darin verschmelzen. Und deshalb braucht man halt auch die Schere. Mit dem Cobra-Knoten dran schaut das ganze Ende da jetzt nun mal ein bisschen netter aus, als wie ohne. Ich meine, ohne wäre es natürlich schöner, aber ich finde es so auch nicht so schlecht. Und jetzt machen wir das mal zu. Da brauche ich das circa so kurz. Believe them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever. Leine verschlossen.
mit schicken Cobra-Knoten. Jetzt ist die Schleppleine fertig. So, das Meisterwerk ist fertig. Und wie gesagt, ja, also ich freue mich schon aufs Austesten und mal schauen, wie es wird. Der Cobra-Knoten geht übrigens auch ganz leicht. Den habe ich beim ersten Mal falsch gemacht. Also das sieht man da. Da wollte ich das so machen, habe das komplett falsch gemacht. Als wieder. Aber ist ja nicht so tragisch. Es hält trotzdem super. Und schaut auch nicht so schier aus. Die Schleppleine hat bei mir jetzt allerdings nur einen Haken. Zum Anhängen halt beim Hund und Handschlaufe. Und der Rest ist alles nur Schleppleine. Also ihr könnt eure Schleppleine, wie gesagt, individuell der Länge nach machen, wie euch das am besten passt. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt eine 10 Meter lange Schleppleine machen, macht ihr 10 Meter lange Schleppleine. Wenn ihr sagt, ihr wollt sie kürzer, dann macht ihr sie kürzer. Ich kann auch eben, wie gesagt, in dem Video jetzt keine genauen Maße nennen, wie lang ich die Maße abgeschnitten habe, weil ich habe einfach abgeschnitten, so wie es mir gepasst hat. Und weil ihr einfach eine lange wollt. Und die Handschlaufe, das habe ich am Anfang vom Video schon gesagt, sollte eben so groß sein, dass eure Hand so durchpasst. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim nächsten Video. Und bis dahin,